die einzige Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun, nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Ja, und damit... Mein Pass. Nee, du redest erstmal nicht. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich dachte, ich lasse erstmal das Intro laufen und dann komme ich rein. Und er ist mir so unsympathisch mit den ganzen Kommentaren, die er da vor sich gibt. Aber ja. Da hinten haben wir den Flugplatz. Da kommen wir leider nicht hin. Ist eine interessante Idee, da jetzt hier so ein Naturschutzgebiet zu machen. Direkt neben dem Flugplatz. Und Umgebung sieht natürlich wie immer grandios aus. Gerade mit den Bäumen da in der Herbstfarbe. Sehr nice. Okay, kleine Bestandsaufnahme. Was haben wir hier? Wir haben ein Kontrollzentrum. Wir haben den Generator. Wir haben die Unterstützungsanlage mit einem Fahrzeug und den Ankunftsort. Und er hat erstmal Infos für uns. Hören wir mal rein. Rippen ziehen, ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen, mit dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Das Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für sie. Dr. Dua koordiniert ihre Aktivitäten. Und ich werde die Erwartungshaltungen verwalten und eine Armlänge Abstand von den Fleischosauriern einhalten. Moment, Armlänge ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert? Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. Ja gut. Also, ich habe schon mal angefangen hier mit dem Gehege. Nachdem da in anderthalb Minuten gleich mal was ankommt. Carnotaurus. Bin mir nicht mal sicher, was das für welche waren. Ich werde... Naja, wobei, ich habe nicht so viel Geld, ne? Gerade ein zweites Gehege. Ja, warum eigentlich nicht? Hinten? Ich hoffe, das passt so von der Größe. Und sind da jetzt dran an der Kante? Ja, sind wir. Okay, und das Tor werde ich jetzt hier machen. Man kann ja da reinfahren und da durch. Und ich würde sagen, hier kann er auch wieder raus. Okay, dann... Warte mal, das da fehlt noch. Einmal. Wir müssen einmal hier. Dann werden wir das gerade schon mal zuweisen. Na, wir werden es noch nicht zuweisen. Weil sonst fahrt er gerade schon los. Wir lassen die erstmal ankommen. Und dann werden wir zuweisen. Hier können wir schon mal die Bäume entfernen. Die stören mich da beim Wasser. Ah, du bist ein großer Kollege, mal zwei. Okay, dann kommst du gerade schon mal ins größere Gehege. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Ich empfehle, diese Saurier genau zu beobachten, bis sie sich richtig eingelebt haben.
Lambert hat recht. Sie waren draußen in der Wildnis. Zäune werden ihnen nicht gefallen. Okay. Wir stellen keine Mutmaßungen an und achten auf die Details. Gut. Vergiss nicht, dass die Saurier, genau wie wir, immer dazulernen. Das darfst du beim Bau eines neuen Sauriergeheges nicht vergessen. Sicherheit hat Priorität. Für sie und für uns. Leg los, dann können die Saurier einziehen. War das alles, Don? Großartig. Schöne Tiere. Hat man ja schon mal. Ja, Mr. Ranger? Ach, da. Ich glaube, du kriegst gleich mal Stress. Oh, da ist jemand müde. Moinsen. Okay. Mal kurz pausieren. Wie schaut's aus mit dem Komfort? Fehlende Beute ist klar, ihr braucht's wieder Sand. Freiraum ist ideal. Alles klar. Zuerst mal Futter. Das werden wir mal hier hinten platzieren. Sand. Grasfels. Ja, da, Sand. Sollen wir. Machen wir da um das Wasser so rum. Hier so. So in dem Bereich. Sieht doch, glaube ich, gar nicht mal so doof aus. Ist das schon super? Ja, und dann werden wir noch ein bisschen Grünzeugs hier reinmachen. Das vielleicht da so. Und vielleicht ein paar von denen. Sieht das Ganze ein bisschen natürlicher aus. Okay, dann gehen wir mal runter in die Ego-Perspektive. Wahnsinn! Ja, das sieht doch gleich hin. Oh. Die haben sich, glaube ich, nicht so gern. Ja, spannend hier. War's das? Coole Sache. Okay. Haben wir kurz gucken. Ja, alles bestens. Sagen Sie, dass die Kameras einen Komfort von 80 haben. Das Hammer wird schon runterstellen. Sicher, dass die Kameras von einer Beobachtungsgalerie. Das schon wieder. Warte mal, was ist denn das? Achso, ein Schutzraum. Das glaube ich aber hier unter Anlagen. Genau. Mache ich mal dahin und dich werden wir da hinten machen. Machen wir das jetzt mit dem Weg. Also hier ist man nicht so das Problem, da können wir da rausfahren. Anschluss hier hinten, da ist die Ankunft. Ich würde sagen, ja, wir sollen ruhig ein bisschen weiterlaufen erstmal. Gehen wir mal hier so nach hinten. Können wir immer noch hier was reinbauen. Wunderbaren Wald. Da werde ich mir auch gleich mal kurz anschauen, wie das von unten aussieht. Kurz in die Ego-Perspektive da. Boah, das sieht ja mega schön aus. Nice. Okay. Kann vermutlich in. Ah, praktisch. Aber ich kann nicht einfach so reingehen. Nee, okay. Hallo. Es sieht einfach geil aus, wenn die sitzen. Ja, das ist doch ganz schön hier. Ist nicht so offen, aber man sieht euch. Okay. So, Delay. Liefern du was mit
Allosaurus. Ja, die kommen dann gerade hier rein. So wie ich das auch gerade schon mal größer mache, dann ist gleich groß. Das Baugebiet. Ja, geht schon noch ein Stück nach da hinten. Machen wir das mal. Alles für das Tierwohl. Und abreißen. Die Musik ist mega schön. Okay. Wie sieht das jetzt hier aus mit der Ansicht? Ja, ist okay. Ah, ich freue mich, wenn wir dann schon die ersten Touren fahren können, also mit den Fahrzeugen. Ah, wir haben vergessen, Foto zu machen. Sollte ich jetzt gerade... Nein, das mache ich, wenn die hier ankommen sind. Da kommen gerade die Besucher an. Oder Forscher in dem Fall. Oder Behörden. Geht's dir gut? Du wirst nicht angegriffen? Sehr gut, aber er schaut schon. Allosaurus, das ist ja wieder sowas Großes. Einmal. Transportieren. Hier rein. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich jemals wohlfühlen werde, aber die Weißkittel wollen, dass es den Sauriern gut geht. Sie sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Keine Sorge, ich achte gut auf meine Dinos. Nicht so wie andere und habe einen Profit im Kopf. Gut, Geld soll uns natürlich auch nicht ausgehen. Ja, und jetzt wird es gerade Nacht. So, lassen wir mal runter. Ist aber jetzt ein großes Gehege, wir nur vier ein. Nice. Guten Tag. Der hat auch schon größere Hände. Au. Du hast schon mal beste Laune. Okay. Na, dann tue ich mal alles, damit du nicht noch schlechter gelaunt bist. Komm, fahr da rein. Nein, du machst zuerst den da bitte. Dankeschön. Da geht er rein in den Wald. Na, Angriff? Kein Angriff? Okay. Oh, und da rennt er, glaube ich, schon los, oder? Okay. Fehlende Beute, das macht Sinn. Ich ja mal hier rein. Ansonsten, Wald könnte man ein bisschen mehr machen. Wasser, ja, wobei. Gut, also, dann gehen wir eben mal ein bisschen mehr Wald. Ah, oh, Hubschrauber, flieg ab. Wald. Einfach mal hier Wald. Hier ist eine Waldsektion. Das heißt, wenn er hier reinläuft, dann sieht man ihn. Und ansonsten kann er sich da verstecken. Und wenn er ans Wasser geht, wird man ihn noch sehen. Du fährst immer da durch, ne? Das ist der kürzere Weg. Direkte Steuerung. Ich wollte noch ein Foto machen. Naja. 58.000? Ich werde fotografieren. Okay, dann gehen wir zum anderen Kollegen. War das sich jetzt versteckt? Kann ich da einfach so durchfahren? Ich hab das ja nie ausprobiert. Nee, kann ich nicht. Das ist wie blockiert.
dann habe ich das aber nicht so schlau erzählt. Na ja, gut, ich kann hier noch durchfahren. Die Saurier scheinen sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Oder? Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir die Vorräte der Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler, also bau besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Ist gut, aber ich glaube, ich muss jetzt hier abhauen. Ich glaube, ich kriege hier gerade Stress. Und tschüss. Mach auf. Ich will hier raus. Dankeschön. So, dann hätten wir das. Puh, knapp. Ach was, jetzt will er wieder da reinfahren. Oh, dieser Helikopter. Ganz ernsthaft. Okay. Also, Wissenschaftszentrum, Personalzentrum. Ja, die Doktoren. Wo mache ich das? Ich glaube, das macht eh Sinn, wenn wir das hier so machen. Gebäude, Wissenschaftszentrum. Kann ich gar nicht hier so ransnappen. Weißt du was? Das mache ich mal hier so hin. Okay, und das Personalzentrum. Das werden wir hier rein machen. Das ist gerade schön kompakt hier. Und Doktor. Euch werden wir. Das macht ja Sinn. Mach ich mal hier hin. Dann brauchen wir hier noch einen Generator. Und die Straßen. Okay. Ist doch hinten fertig werden? Ah, jetzt haben wir's. Lambert hier. Wir könnten echt ein Expeditionszentrum gebrauchen. Leg mit dem Bau gleich los. Das darf ich natürlich erst erforschen, oder? Ah, nein. Kann ich auch gerade direkt bauen. Dich werden wir. Naja, gut, nachdem ich hier. Nee, wir machen das anders. Ich werde das hier abreißen und dann werde ich das Expeditionszentrum hier hinklatschen. Wenn wir dann den echten Jurassic Park bauen, also in Anführungszeichen echten, dann werde ich schauen, dass ich die ganzen Anlagen irgendwie verstecke. Dass die ein bisschen weiter weg sind. Mit Ausnahme von der Unterstützungseinheit und den Ärzten da, die sollten relativ in der Nähe sein von den Gehegen, damit die nicht so weit zum Fahren haben. Kann ich mal kurz testen. Mal sehen. Ich will die Tür öffnen. Was passiert denn da? Okay. Ach so, da Dr. könnte ich die Dua Forschung. Und Finch bekommen wahrscheinlich Druck von oben. Sie wollen, dass noch mehr Tiere eingefangen werden. Überprüfe die Expeditionskarte und sende ein Fernfangteam aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Oder so. Ein Saurier bei St. Louis ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden zwei Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam losschicken. Ah, so einer mit der Keule hinten dran. Zum Vorfallalarm. Aber ich glaube, ich muss noch. Ja, ich muss noch Leute einstellen. Das machen wir auch gerade mal mit zwei. Ich hätte gern dich. Was ist das Rote? Okay. Und
Und dann hätte ich noch gern, weil es noch relativ gut hier. Genetik hat eine 5, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir ihn da mit Wohlbefinden. Der hat ja noch 3. Okay. Gut, gehen wir hier nochmal zurück. Braucht eh nur einen. Los geht's. Viel Spaß. Okay, die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als 100%iger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Dr. Dua? Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Dann sind so Sachen passiert wie Corona. den Generator werde ich mir hier platzieren. Und eine Straße hier so lang. Und da. Mal schon wieder. Ah, na. Das ging aber schnell. Kein Eingang. Keine Minute gedauert. Cool. Pflanzenfresser. Ihr kommt. Hot Straight hier rein. Wir werden jetzt mal hier den ganzen Wald da entfernen. Sonst sehe ich hier einfach gar nichts. Wir brauchen Wasser. Also. Und wir brauchen noch unseren Posten. Sonst wissen wir nicht, was hier abgeht. Produkt wurde transportiert. Einmal. Zweimal. Dreimal. Die sind jetzt aber hier nicht schon krank. Ne, sind sie angeblich nicht. Dann werden die hier krank sein. Könnte man da eigentlich dekomäßig alles so machen? Ne? Hier sind die Bäume, einzelne. Halten, Deko. Das muss man nicht mehr platzieren. Okay, das sieht jetzt nicht gerade schön aus. Da wären das wie so Forschungseinrichtungen, oder? Ja, hier wird noch gebaut oder so. Okay, da kann man dann recht kreativ sein. Wer ist krank? Er ist krank. Okay, dann werden wir hier mal den MPU Arno hinschicken. Den müssen wir vermutlich hier arbeiten müssen. Ach so. Okay. Schauen wir euch mal zu. Machen dabei die Einrichtung kaputt? Nein, nein, nein. Alles gut. Wir wollen nur Gutes. Krankheit ausgebrochen. Na toll. Kryptosporidiose. Was ist das? Was macht das? Dehydriert Saurier kann sich im Park verbreiten. Okay, wird vom Parasit übertragen. Dann werden wir das mal erforschen. Kostet uns 100.000. Warte mal, es war 70.000, weil wir Boni haben. Oh. Was habt ihr? Ihr habt das gleiche. Aber bis euer Wohlbefinden. Du musst das verstehen. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und
beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. Der Freiraum ist kritisch für sie. Das ist schon mal nicht so gut. Oder braucht er jetzt noch einen Moment? 21%. Tschi. Zwei, zwei. Jetzt waren wir noch gar nicht in Ego-Perspektive da unten. Wie man dann genauer anguckt. So riesig. No. Okay, grundsätzlich das Gehege muss oder sollte ich mal erweitern. Aber sieht okay aus. Ach, du bist da so laut. Und Boys only. Wie mache ich das jetzt weiter? Soll ich das ungefähr so machen? Ich glaube, das mache ich so. Sprich, hier noch ein bisschen erweitern. So. Das weiß ich auch nicht. Okay, und das Tor machen wir hier hin. Wenn das jetzt fertig gebaut ist, dann glaube ich, lasse ich auch vielleicht sogar den Wald hier drin. Eben so ein bisschen Sonnenschutz, oder die können sich da verstecken. Muss ja nicht immer sehen. Behandle. Und wie? Mal kurz gucken. Ursache Infektion oder während die eh schon keilt? Ja. Veterinäreinheit ist schon dabei. Und hat einen sehr tollen Fahrweg hier. Direkt am Zaun. Machst du super. Okay. Fertig da unten. Dann werden wir das hier mal abreißen. Cool. Also, wie schaut es aus mit Freiraum? Immer noch so wenig. Ah, so, nee, er hat es noch gar nicht so mitgekriegt, dass er jetzt noch mehr hat. Warten wir da noch ein bisschen. Ja, finde ich ja nicht so geil, wenn du die Impfung per Pistole kriegst. Und ja, eben, schau, sie laufen jetzt im Wald rein. Dr. Duer, Lambert hier. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Wir müssen diese Einrichtung ausbauen und dafür brauchen wir mehr Tiere. Es ist Zeit für einen Stresstest unserer Systeme. So stellen wir sicher, dass wir Wissenschaft und Betrieb zugleich bewältigen können. Verstanden. Meine Teams sind bereit. Es gibt noch einige Saurier. Viele Ziele, die wir reinholen können. Aktivposten. Und ja, dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein. Okay, schließe den Hauptsitz der Naturschutzbehörde ab, indem du Aktivpostenbewertungen erhöhst. Aktivposten werden in der Hand, indem du Expeditionen aussendest, um neue Arten zu fangen. Die Aktivposten sind es jetzt die hier. Gehen wir davon aus, ne? Also vom Siehst, dass es gut eingezäunt und für den Agenten gut sichtbar ist. Ja, das ist natürlich hier ein bisschen relativ. Und der letzte Bewertung, ja Gott, 466. Das ist fair enough, was man so sieht. Wo sind die zwei eigentlich? Gehört? Da ist einer. Okay, und der ist auch soweit happy. Expedition. Schauen wir mal die Karte. Vorfallalarm. 4 Sinoceratops. Ich versuch's gar nicht auszusprechen.
Mehr Torosaurus im Skigebiet. Gefällesperrung gemeldet. Ah, okay, ich sehe sogar den Forscher. So einer bist du. Ja, warum eigentlich auch nicht? Gut, schicken wir mal los. So, dann werden wir das Gehege. Weil die müssten doch mit dem zusammen können, oder? Weil. Kohabitation ist drin. Kompo, Saudo, Oni, Ceratopsid, Hartopsid. Wir werden den mal da reinbringen. Und hoffen, dass das gut geht. Das heißt, wir müssen das Gehege nochmal größer machen, oder? Wie schaut es denn aus da mit Freiraum? 42%. Ja, dann machen wir hier ein großes Gehege. Und nochmal erweitern. Weiter draußen. Okay. Und die Wasserfläche, da werden wir auch nochmal hier eine machen. Näher. Wenn wir noch eine Seite hier so hin, dann sieht man hier das meiste. Und dann brauchen wir natürlich nur einen Straßenanschluss. Ungefähr so und so. Nice. Und den Zaun hier können wir wieder abreißen. Was sagt sie jetzt zum Freiraum? Ist jetzt cooler? 45. Wie groß muss denn das Gehege für euch sein? Ganz schön wählerisch. Vor allem, wenn ihr jetzt noch vier Kollegen hier reinkriegt. Ich hätte auch gerne dickere Zäune, wenn es geht. Also Personal beschäftigt, weil die hier unterwegs sind. Okidoki, dann müssen wir halt mal kurz warten. So. Ich bin ganz gleich wieder da. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Geht auch schon wieder los in unserem Park. Oh, was ein Timing. Den Fang, 5 von denen, weiter. Soll der transportieren. Und wir werden also mal hier rein verfrachten. Und ich hoffe wirklich, das ist kein Fehler. Wir gehen mal wieder runter. Ich will mir das von unten wieder geben. Ah, wer ist der Erste? Er da. Oh, die sind aufgelegt. Boah, das sieht so traurig aus. Hallo. Hast du vielleicht ein riesiges, oder wie auch immer man das nennt, da im Kopf? Aber boah, ich möchte nicht in deinem Weg stehen, wenn du mal voll zum Rennen anfängst. Scheint bis jetzt noch keinen Stress zu geben. Ja, schwitz mal ab hier da oben. Ach, stell dich mal vor, Jurassic Park gibt's wirklich. Aber vermutlich wird es in echt genauso schlimm enden wie im Film. Weil die Leute einfach geizig sind. Immer mehr wollen. Na du. Ich glaube, du wirst ein Thumbnail. Okay. Oh, 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 oh. Hey. Revierkampf hier.
Ranger. Wo ist er denn? Ranger, wo bist du? Da bist du. Aufgabe hinzufügen. Ihr schaut's mal bitte danach. Nach denen. Und wir brauchen hier noch einen zweiten Posten. Ja, wobei. Na, ich belasse es bei dem einen. Wir müssen ja nicht alles kennen hier. Fahrzeuggewehr. Was? Achso, wegen ihm. Er kriegt dafür jetzt schon eine Spritze. Und da braucht man noch ein bisschen mehr Sprit für den Helikopter. Ja, 25 erstmal. Ja, wobei wir 5,6 Millionen. Oh, mal doch mal voll. Doch auch. Und wenn die soweit happy sind, werden wir mal 2075. Oh, Infektion. Zu wenig Pflanzenfasern. Pflanzenfasern im Wald. Also eigentlich haben wir eigentlich recht gut getroffen. Pflanzenfasern. Na, jetzt happy. Wald könnte noch ein Tick mehr sein. Ja, lassen wir es mal so. Wie ist bei dir, Kollege? Ja. Nicht super ideal, aber das passt. Und ihr vertragt euch mit den anderen. Wo sind die anderen eigentlich? Da ist einer. Du bist auch noch glücklich? Ja, sehr gut. Ah, das Geräusch, was sie da immer wieder machen. Das ist wow, 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 wow. So cool. Perfekt. Also, uje. Auffüllen. Wow, 451.000. Hast du schon angepasst an die aktuellen Ölpreise, was wir haben? Okay, Expedition. Hier rein. Ja, irgendwas mit mehr. 4 Sinoceropterus. Was sind das? Ah, das sind solche. Ich hätte gern was anderes. Bionyx. Warte mal. Haben wir nicht schon so einen da? Das müssen wir ganz kurz nachgucken. Bionyx. Du bist denn der Kollege? Ah, du bist ein Allosaurus. Und du bist ein Carnotaurus. Okay, Expedition. Oh, da geht auch wieder der Strom aus. Ein bisschen Treibstoff, so. Expeditionszentrum. Das war das hier. Expedition im Gange. Was? Habe ich da jetzt eine gestartet? Nee. Was seid ihr? Oh, die. Ja. Die möchte ich haben. 4-mal. Dafür werden wir jetzt ein neues Gehege bauen. Wo bauen wir denn das hin? Müssen wir das hier so reinklatschen? Ich hoffe, das ist doch nicht so klein. Oder hier hinten dran. Na, wir werden das hier mal auffüllen, würde ich mal sagen. Wie weit geht die Bauzone ab? Oh, geht noch recht weit. Ne, dann machen wir das anders. Wir werden das hier ausnutzen. Und dann hier so rein. Ja, der Weg muss da weg. Einmal weg, bitte. So. Dann werden wir das Gate mal hier so reinmachen. Und damit die da gucken können, wenn wir das
so machen. Straße. Halbwegs gerade bitte. Dankeschön. Südli. Und jetzt machen wir hier mal alles weg. Machen wir dann neu. Wenn die dann da sind. Ich hoffe, das ist groß genug. Und dann brechen wir den Wasser. Das wollen wir hier unten so machen. War so rein. Ist nicht das Größte für vier, ne? Wenn wir das Wasser hier nochmal reduzieren. Mal schauen, was die Dinos sagen, wenn sie da sind. Ah, und wir brauchen noch mal ein Beobachtungsding. Ah, das ist zu klein, ne? Das kann ich fast nicht tun. 5 sogar. Ah, 4 von 5. Einer ist in Gang. Ja, den werden wir jetzt mal da reintun. Und mal schauen, wie sie grundsätzlich darauf reagieren. Ja, aber ich glaube, wir werden das dann noch... Das kann ich nicht machen. Alles andere als zielfreundlich. Wir gehen hier noch ein bisschen weiter. So. Ja, damit bin ich schon eher zufrieden. Und das machen wir dann so. Produkt transportiert. Und das hier weg. Habe ich jetzt den Posten? Ne, den Posten haben wir jetzt nicht gebaut. So. Die gerade einmal zuweisen. Einer kann ja noch. Okay, dann gehen wir da mal in der Ego-Perspektive runter. Dann schauen wir uns die mal an. Au. Du siehst echt schön aus. Vor allem coole Muster. Oh hier. Yeah. Sollte die Ranger da sind, werde ich euch ein schönes Gehege geben. Beziehungsweise Umfeld hier. Oh. Oh. Süß. Bitte streicheln. Ah, und ihr sollt vielleicht nicht in dieses Gehege da reingehen. Könnte doof werden. Okay, das ist ja der Ranger. Komm, das machen wir jetzt mal selber. Zielmodus. Objektcheck beendet. Objektstatus bestätigt. Check beendet. Bis hier. Check beendet. Naja, okay. Wer hätte gedacht, dass Saurier so fotogen sein können? Sie anscheinend. Okay. Ein bisschen Freiraum ist ideal. Wasser okay. Bestand könnte mehr sein. Nüsse, Boden. Könnt ihr haben. Prozent. Okay. Aber die werden jetzt halt kaum was sehen. Ja, genau. 118. Lass uns das mal anschauen. Okay.
Okay, hier innen ist sogar der Regeneffekt gemacht. Nice. Ja, man sieht halt wirklich nicht sehr viel, nachdem wir da hinten sind. Ja, da ist einer. Was ist trotzdem so? Okay. Das nächste Gehege werden wir dann hier so bauen. Vor dem Nachbarbereich. Das wäre echt noch alles cool. Was seid ihr denn? Und versteckt. Ja, nee, nee. Da ist einer. 100%. Boah, und wieder am Rangeln. Cool. Expeditionszentrum. Wir gehen. Gibt es eigentlich noch mehr? Ne, nur die. Nehmen wir doch mal den. Dann haben wir wieder einen Fleischfresser. Dann werden wir den hier da so seinen Platz geben. Das, dann fahren wir da mit dem Zaun gerade weiter. Ja, ein bisschen noch. Also hier bei der Kampagne mache ich es jetzt nicht allzu schön. Und wenn wir dann im Chaos-Modus sind, wäre es natürlich schöner bauen. Ich würde sagen, Aussichtsplattform machen wir hier so. Und dann werden wir noch so eine zweite Unterstützungseinheit bauen. Oder ein bisschen Anlage. Die werden wir auch hier drin lassen. Damit die anderen nicht so voll ausgelastet sind. Gut, Strausi. Die einmal hier so, hier so, hier so. Da sind wir. Den wollt ihr da weg. Zumindest fürs Erste. Jetzt haben wir 2, 3. Ich glaube, dann kann ich gerade schon mal das nächste Gehege bauen hier. Für was auch immer dann da mal reinkommen wird. Ja, fahren wir gerade weiter. Den ganzen Platz hier ausnutzen. Groß. Und dann wollen wir hier das Wasser so machen. Was haben wir hier? Ja. Zeig, 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 zeig. Hallo? Zeigt man dich an. Aber wir brauchen hier Strom. Das habe ich wenigstens schon mal gesehen. Einfach nur ein Sturm. Okay. Schutzraum. Oh, Wirbelsturm. Oh, fuck. Fuck. Ey, das ist gerade super ungünstig. Gib mir mal 2 Minuten. Holy shit. Das macht mich nervös. Nicht nur die Saudier. Heftiger Shit. Geht's euch noch gut? Ihr wart's da mittendrin? Alles okay?
Kennst du den Soundeffekt von dem nassen Boden? Ist das cool. Okay, das hat jetzt richtig geil ausgeschaut. Ich wollte jetzt eigentlich jedes mit dem Wasser machen. Und zwar, dass das hier so durchgeht. Na komm, lass mir jetzt. Komm, lass mich das da. Komm, komm. Ich will das. Ich will das. Mann. Ich muss es noch kleiner machen. Ich will noch da. Okay, also zu sehr am Rand ist doof. Okay, dann haben wir hier die... Ja, dann würde ich sagen, kommst du mal hier rein. Produkttransport im Gange. Schauen wir uns auch den wieder an. Ah, ich habe vergessen, hier das Ranger-Ding reinzumachen. Also egal, machen wir gleich. Moin sehen! Na komm. Nicht allzu groß zu sein. Ah, und du isst Fisch. Ach, Moment mal. Du bist doch der gleiche, den wir ja bei allerersten Mission ja gehabt haben, oder nicht? Ja, genau. Okay, dann brauchst du mehr Wasser hier. Das machen wir gerade mal da so. Und dann war es ja auch noch mit Fels. Das habe ich noch in Erinnerung. Boden, Gras, Schlamm. Ah, da, Fels. Ach, das ist beides Fels. Ein paar echte Felsen. Okay, und dann braucht man noch. Habe ich da eigentlich ein Tor gebaut? Nee, ne? Habe ich nicht. Machen wir hier rein. Der Range Post. So. Und gerade zuweisen mit dem nächsten 99 Meter. Das ist richtig. MVU-Team nochmal das alte noch. Brauchen wir jetzt aber auch noch einen mehr. Und den Helikopter. Gut, und dann fürs Futter brauchen wir Fisch. Tada, hier. Fisch. Dann sollte das passen. Okay, schade. Ich hätte dann hier gerne so einen kleinen Bach gehabt. Und dann sind wir zu nah an der Grenze. Machen wir die Aussicht. Ansicht. Ja, ist okay. Und habe es gerade auf 100% geschafft. Oder braucht es noch was? Na, braucht noch Wald und Wasser. Im Fels geht auch noch ein bisschen mehr. Also Wald. Machen wir hier mal ein bisschen den hier. Na, Wald. Moment mal. Prozent nur. Das Wasser viel. Da mal ein bisschen nachhelfen. Wasser ist er jetzt happy? Ich würde sagen, nehmen wir mal einen ganz dichten Wald hier.
Okay, jetzt ist das mit dem Wald halbwegs. Okay, dann machen wir das mit Fels. Also, tust du das auch werten mit dem? Ja, doch, ne? Wählerisch, wählerisch. Aber okay, dann haben wir jetzt die 100%. Sieht doch eigentlich noch ganz kuschelig aus hier. Oh, Lens Flair. Gehen wir mal kurz in der Ego-Perspektive wieder rein. Ja, das sieht ungewollt echt schön aus. Steuerung, niedrige Ansicht. Ach so. Sogar eine Taschenlampe. Karte öffnen. Achso, macht das sowas. Okay, da okay. 2,6. Also, denk mal mit einem Hammer's dann. Und da brauche ich auch noch ein Tor. Machen wir hier. Und eine Tribüne. Machen wir dann. Cool. Expeditions. Oh, da sollte man nochmal nachfüllen. Sonst geht der Strom wieder aus. Das wollen wir ja gerade nicht beim Zaun. Wäre doof. Was holen wir uns? Was holen wir uns? Was holen wir uns? 2, 4. Holen wir 4. Alles klar. Ah, der ist gestresst. Müsste man eigentlich nochmal in den Urlaub schicken. Ja, machen wir mal. Je nachdem, was danach für eine Mission kommt. Also, 4 Collision. 1, 2, 3, 4. Mal schauen, ob das hier ausreicht. Ansonsten werden wir das erweitern. Wir werden die Armor das wieder entfernen. Wobei, ein bisschen Wald lassen wir. Oder so. Vielleicht reicht es gerade schon, dass die da reingehen können. Und hier das Wasser. Sieht ein bisschen traurig aus, ne? Es ist so eine Umweltverschmutzung, dass man hier mit einem Helikopter ankommt. Da ist ein Flughafen. Ich meine, der ist nicht viel besser, aber da könnte man mit dem Auto doch irgendwie herfahren, so terminalmäßig. Und vor allem, wie höllisch laut muss es sein, wenn hier jedes Mal so ein Flieger landet. Na Gott sei Dank haben sie es nicht umgesetzt, weil die Hubschrauber sind schon laut genug. Okay, ja, dann warten wir mal, bis die da sind. Ich werde bis dahin gerade mal vorspulen und dann sind wir auch gleich wieder da. So, da bin ich wieder und in den nächsten 5 Sekunden sollten wir die nächste Lieferung bekommen. Und da ist sie auch. Drei gefangen, ein entgangen. Naja, okay. Oh, die haben da sogar ein Loch hier drin. Okay, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Transportieren bitte. Und zwar alle hier rein. Ah, und bevor das passiert. Na, wo war das? Hier. Ranger-Anlage. Und dann werden wir das gerade schon zuweisen. Ah, hier geht's ja nicht mehr. Okay, und wir gehen wieder in der Ego-Perspektive hier rein. Hallo? Wo sind die? Hallo? Ach da. Boing Collision. Einmal hier rein, bitte. Sieht nur irgendwie schick aus hier mit dem Wald. Das ist keine Häuser da davor. Wer ist der Erste? Er da. Und das Ranger auch schon da. Bisschen zu früh. Ja, da ist wirklich ein Loch drin. Krass. Produkt wurde transportiert.
Hallo. Es sieht ja mal mega geil aus. Krass, krass, krass. Na, schaut, dass es jetzt gerade dunkel ist. Aber würdet ihr euch auch mit den anderen vertragen? Mit dem anderen Gehege? Das müssen wir mal testen. Sehr hübsch. Na ja, wohl. Ich würde sagen, gehört zu meinen Favoriten. Ja, da ist er ja. Dann machen wir den Statusbericht, wobei. Machen wir direkte Steuerung. Da ist doch kein Ton mehr. Ich wollte ein Foto machen. Oh. Okay. Also er macht jetzt eh sehr gut. Seid ihr jetzt lieb? Oder aggressiv? Na, ja, nicht erschrecken, der tut euch nichts. Oh, so knuffig. Okay, den ersten Hammer. Ist gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen Pflanzenfasern am Boden. Hier so. Könnt ihr natürlich haben. Mehr als genügend. Sehr gut. Ja, sieht ja ganz flauschig aus. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie einen Soundbug. Ja, aber ich glaube, ich werde mal ganz kurz den Spielstand nochmal laden. Also speichern und wieder laden. Weil der Sound, den ich jetzt gerade habe, der ist nicht richtig. Also Leute, bis gleich. So, tada, und da bin ich wieder. Und jetzt scheint es mit dem Ton wieder zu klappen. Hier werden wir mal kurz auffüllen. Aber habt doch die Hubschraubernerven wieder. 2908. Es fehlt nur um 100. Echt jetzt? Nö. Ah, wobei. Geht noch rum. Vielleicht schafft man es mit den 300. Dann mal 500. 200. 36, 326. Die Leute stehen auf die Fleischfresser. 800. Null. Achso, weil vermutlich jetzt hier gerade keiner ist, ne? Dümmelt da um das Wasser rum. Ja, dann machen wir halt nochmal eine Expedition. Ja, wobei. Gut, starten können wir sie ja mal. Expeditionsgrade ansehen. Was ist für welche solche? Na, wir werden die zwei erstmal in den Urlaub schicken. Geh aus da. Sonst werden die noch die Anlage sabotieren. Ich glaube, dadurch habe ich die Ansicht gar nicht angeschaut. Schauen wir mal. Oh, gerade direkt davor. Hallo. Die schnarchen. Er schläft hier auch. Na, ja, nicht erschrecken, bin nur ich. Na, doch nicht schlafen. Kann ich? Ah, na, okay. Hat wirklich eine Kollisionsabfrage. Aber keine Kollisionsabfrage für die Sachen hier. Voll friedlich. Oh, da ist sogar jemand. Moinsen. Okay. Wie lange brauchen die noch? Minute 13. Jetzt ist sogar wieder zurückgegangen.
Ja gut, das andere Gehege. Ja, ich werde es mal probieren, dass ich die anderen auch mal hier reinlasse. Und mal schauen, wie die drauf reagieren. Mal kurz ein bisschen vorspulen. Ja, dürfte noch ein Stück schneller sein mit dem Fast Forward. Oder da. Also, Expeditionszentrum. Die hier. Zwei. Los geht's. Weiß nicht. Ich glaube, bei den anderen Parks werde ich die Hubschrauber nicht zuweisen. Nur bei den Fleischfressern. Damit die den Fahrzeugen helfen. Ich könnte es noch bereuen, weil auch die könnten mal aggressiv werden. Und dann ist keine Hilfe da, dann müssen wir manuell reagieren. Oh ja. Okay. 20 Sekunden. Das ist einfach so schön. Ach, nur zwei. Das ist nicht mehr. Machen wir erstmal nur zwei. Okay, Saudi transportieren. Wir werden euch. Wir könnten es auch hier reinlassen, ne? Dann wäre es ja gemischt. Probieren wir es hier mal. Wir werden gleich sehen, ob wir das bereuen. Ah, halt. So. Rein in den Wald. Eventuell, wenn wir hier das mit der Sicht ein bisschen korrigieren. Da kommen die runter. Interessante Pflanze. Hallo. Was passiert, wenn ich mich drunter stelle? Hallo. Autsch. Du siehst auch cool aus. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus hier, oder? Sogar ein Wald. Rangermeister. Aufgabe hinzufügen. Check die mal bitte. Ich will mal wissen, ob die da jetzt d'accord damit sind. Was die da jetzt Kollegen haben. Hier, Kooperation 12. Ich glaube, die finden es mal nicht so schlecht. Oh, das wäre jetzt auch noch ein Foto wert. Du süß! Oh, Bauchig kraulen! Na, doch nicht. Nur du. Es gibt sogar einen Mod, wo die noch ein bisschen realistischer sich bewegen. Ich glaube, das werde ich mir nach der Kampagne auch mal installieren. So cool. Ah, da ist ein Ranger. Und, was meinst du? Zu wenig Blätter, Boden. Aber ansonsten... Wasser ist noch voll doof, wenn noch nicht gefunden. Freiraum ist so durchschnittlich. Also Blätter, Boden. Blätterpflanzen. Ui. So. Jetzt ist Wald wieder mehr. Machen wir den mal da so. Das ist wieder okay. Wasser. Machen wir hier nochmal so eine Pfütze rein. Okay, und ihr seid aber nach wie vor happy da, oder? Yo. Könnte aber noch größer sein hier. Jetzt habe ich nur... Warum für Wertung 186 jetzt? Sind wir vielleicht doch noch hier? Okay, damit wir das hier gewinnen, werden wir sagen, dass der Eingang hier ist.
und das Tor aber mal abreißen. So. Andersrum. So. Dann müsste das jetzt auch nur extra Punkte geben. Hoffentlich reicht es, weil dann werden die hier alle gesehen. Ja, Hauptsache. Okay, jetzt gehen's dahin. Okay, wir machen Fortschritte, aber es gibt immer noch mehr Aufgaben. Für Sie zumindest. Das nächste Ziel wäre zum Beispiel so eine Aufgabe. Sehr einfallsreich. Ja. Komfort von über 70. Wir haben bei den meisten ja 100. Von daher. Kein Problem. Dann können wir auch da noch ein bisschen vorlaufen lassen. Ja, das haben sie auch in der Kritik gesagt. Die Kampagne ist halt nicht wirklich eine Kampagne. Es ist, ja, Extended Tutorial. Im Chaos-Modus geht es halt wirklich rund. Und das ist dann so ein bisschen der Ausgleich für die Kampagne. Aber trotzdem schön gemacht. Oh, und? Ich hol mal noch den Soundtrack. Aber ja, das ist gewesen. War mal eine längere Episode. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube auch, die nächste wird recht lang sein. Mal gucken, ob ich das als Einteiler mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das hatten wir auf der Isla Nublar verwirklichen wollen. Ein Ort, an dem die Saurier sich gut entwickeln können. Minus den Vulkan, natürlich. Ein ziemlich großes Minus. Wir können alle stolz auf das sein, was wir hier erreicht haben. Aber? Aber was? Ich höre es an deiner Stimme. Okay, okay. Ich frage mich nur, was Dua vorhat. Ich kaufe ihr das Gerede von Rette die Zukunft, indem du die Vergangenheit kontrollierst, nicht ab. Ja, Lambert hat erwähnt, dass einige der Tiere an einen unbekannten Ort gebracht wurden. Er wollte oder konnte nicht sagen, wer die Lieferung entgegennahm, aber es war nicht die Naturschutzbehörde. Eine dritte Partei? Und wir wurden nicht zur Sitzung eingeladen.